Hallo und herzlich willkommen nun zu Final Fantasy 14 Heavensward. Ja, hier in dieser Livestream-Aufnahme wollte ich euch nochmal schnell jetzt hier das mit den Kessel zeigen. Ich hoffe, es hat euch der erste Part dazu gefallen mit den Relic-Kessel. Schaut es auf jeden Fall mal gerne an. Und ja, hier haben wir immer Ifrit, Garuda und Titan. Die Zenith-Sachen, die wir eben halt dafür besorgen müsstet. Ihr müsstet also Ifrit, Garuda und Titan besiegen, um ja das hier weiter fortzusetzen mit die Kessellegende. Hier oben gleich in den Archiv kann man dann sehen gleich was man dafür alles machen musste. Ansonsten schaut ihr sonst mal den ersten Part an. Auf jeden Fall sehr sehr coole Sache, dass der Kessel jetzt wieder mit dabei ist. Donnerwetter, du hast es geschafft, dass du es extra für mich mit dem Prima E aufgenommen hast. Drück mir fast eine Träne der Rührung in die Auge. Du bist die Beste, Tobiko, aber genug der Sentimentalität. An die Arbeit. Jawohl. Wieder mit vereinten Kräften. Der Grobschmied und der Alchemist. Hui. Das war's. Der Sud hat den Siedepunkt erreicht. Und der Kessel ist auf der nächsten Stufe, ultimativ und legendär. Hättest du die Güte, ihn mal hochzuhalten, Tobiko? Oh yeah. Diese berühmte Pose bei denen. Jawoll, da haben wir es ja. Sieh hin, Eorzea. Ich, Geralt, habe den legendärsten aller Kessel erschaffen. Den ultimativen Nexus-Kessel. Jetzt hat er den richtigen Glanz. Ich wette, wir haben damit die Siedezeit für 12 Potzen Glühtee auf 10 Sekunden. Nein, womöglich sogar nur 5 Sekunden verkürzt. Jawohl. Klasse. Wow. Das sollte das Ende meiner vorübergehenden Pechsträhne sein. Wenn ich meinen Auftraggeber diesen Kessel überreiche, kann ich auf einen Schlag all meine Schulden bei der blutsaugenden Rowena begleichen und gleichzeitig meinen Ruhm als bester Grobschmied Eorzeas wiederherstellen. Ich sehe blühende Zeiten entgegen, meine Freunde, und ich werde mich für eure Hilfe erkenntlich zeigen mit meiner sprichwörtlichen Großzügigkeit. Der beste Grobschmied Eorzeas? Diesen Titel habt ihr wahrlich verdient. Was den Titel des Sternenschmieds angeht, mein werter Freund und Kollege. Keine Sorge, guter Yalzan. Ich sehe einen ebenso fairen wie förderlichen Wettkampf zweier gleichmaßen begnadeter Zodiac-Meister entgegen. Ach, Meister Geralt, entschuldigen die Störung. Also, wegen dieser Kesselorder, die ihr gerade bearbeitet. Ich habe mir nochmal den Bestellschein angesehen. Und wie es aussieht, ist die Lieferfrist verstrichen und der Kunde hat die Bestellung storniert. Oh oh. Oh oh. Was? Meister Geralt, wann wurde die Bestellung denn aufgegeben? Vor 2 Jahren, 10 Monden und 12 Tagen. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich extra einen legendären Kessel geschmiedet, aber die Lieferfrist ist verstrichen. Der Kunde hat storniert. Wegen einer geringfügigen Verzögerung. Wie kleinlich. War also alles umsonst? Moment. Und die 10 Millionen Gil, die ich dafür bekommen sollte? Futsch. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Hör ich richtig? Es ging hier nur um den schmöden Mammon? Ich dachte, es geht euch um die Meisterehre als legendärer Sternenschmied. Wie konnte ich nur so naiv sein? Ich hatte den Kessel fast fertig, also als du mit deinem nervigen Zodiac-Geschwätz ankamst und mir all die Arbeit aufgehalst hast. Ohne dich hätte ich meine Liefertermine spielend eingehalten. Dass ich weiterhin für Rowena Sklavenarbeit verrichten muss, ist allein deine Schuld. Den Titel des Sternenschmieds werde ich dir nie zurückgeben und weißt du warum? Aus purer Böswilligkeit, um dich zu ärgern. So etwas Undankbares, dass dir die Kopfhaut wegschimmelt,
weggeschimmelt ist, kann ja jeder sehen, aber im Oberstübchen ist wohl auch einiges verfault. Warte nur, ich hole mir den Titel zurück und wenn es das letzte ist, was ich tue. Uiuiuiuiui. Was sind auch solche Streithähne hier da? Was reines Doppel-K.O. Sieht man auch nicht alle Tage. So viel zum Thema fairen Wettkampf zwischen zwei begnadeter Zodiac-Meistern. Ich glaube, den Rest des Tages nehme ich mir frei und du wirst dich wohl auch erst einmal etwas ablenken wollen. Aber wer weiß, vielleicht ist der legendäre Kessel ja doch zu etwas zu gebrauchen. Als Sternenlichtfest, Geschenk für entfernte Verwandte oder so. Mir wird schon etwas einfallen und wie ich ihn replizieren kann. Wenn du willst, kannst du jederzeit bei mir nachfragen. Sehr schön. Cool. So, jetzt kriegen wir den ultimativen Nexus-Kessel. Ja. Das wäre hier soweit. Drake bietet nun neue Gegenstände im Verkauf an. Das muss kesseln. Jawohl, geschafft. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich möchte gerne euer Feedback erfahren, wie ihr es fandet, diese Quest-Serie von mir, den Reliktkessel. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Hoffe, da kommt wieder auch mal wieder so bei den kommenden Patches auch wieder sowas ähnliches. Ich fand das auf jeden Fall sehr unterhaltsam und auch sehr lustig, mal so sowas Kleines hier zu grinden, so ähnlich wie halt sowas wie bei den früheren Relikt erinnert das ja an etwas. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, haut gerne mal Feedback raus, wie ihr es mit dem Kessel fandet und ob ihr es auch gemacht habt. Würde mich mal interessieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit meinen weiteren Videos von Final Fantasy 14 oder sonst auch anderen Projekten.